So, Freunde der Sonne, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge FIFA 18 Karrieremodus mit dem ersten FCK. Nach der letzten Partie, die wir auswärts in Dresden mit 1:0 verloren haben, geht es jetzt weiter. Und zwar trainieren wir nochmal die Jungs. Diesmal trainieren wir mal den Osabe. Dann unseren Borello. Dann nochmal den Albeck. Dann trainieren wir Vene. Geht auch nochmal hier zur Trainingsgeschichte gerufen. Und dann nochmal unseren Torhüter, den Müller. Flankenabwehrmittel. Und wir simulieren alles. Mal sehen, was bei rumkommt. Immer als Momo A. Rest ganz durchwachse. Osa aber ganz schlecht mit F. Oh je. Leute der Sonne. Leute der Sonne, sag ich mal. Und wir treffen im Montagsspiel auf die Arminia aus Bielefeld. Da schauen wir auch gleich nochmal in die Tabelle. Wir sind hier schon 6. Tabelle platzen, die Bielefelder. Aber nichtsdestotrotz möchten wir mal die ganze Tabelle sehen. Ja, der Sieg hat Dresden nichts gebracht. Sind immer noch Letzter. Vor Bochum, also hinter Bochum. Und vor Bochum ist Düsseldorf mit 15 Punkten. Ja, ganz schlecht. So. Oh, wir sind punktgleich mit Kiel. Oh, da haben sie aber ganz schön aufgeholt jetzt, ey. Da flieht mal einmal ein Spiel hier. Und schon weg sind sie. Und Bielefeld mit 20 Punkte, eigentlich schon ziemlich guter Mittelfeldplatz. Naja, ich bin mal gespannt. Wir gehen ins Spiel. Wir spielen wieder zu Hause im Fritz-Walter Stadion. Entschuldigung. Was mache ich denn hier? Jetzt geht's ab. Leute. Ach ja, bin nicht so schlecht. Das war's, komm. Egal. Ja, F. Ganz schlecht gemacht. Aber wir halten uns nicht damit auf. Es geht weiter hier im Fritz-Walter-Stadion in die nächste Partie. Spieltag 15 der zweiten Bundesliga. Erster FC Kaiserslautern gegen Arminia Bielefeld. Hier mit dem Anstoß von links nach rechts in den roten Trikots. Los geht's, Lautern, auf geht's, kämpfen und siegen. Ach. Schade. Gibt Freistoß. Ja, wurde ein bisschen gehalten. Ah, schade. Zu weit übers Tor. War eigentlich eine gefährliche Situation für einen Freistoß. Direkt am 16 Meter. Naja, hau das Ding rüber in die Westkurve. Vorsicht! Oh, da steht 1-0. 0-1 für Bielefeld. Was war denn das?
Laudan schwächelt, kommt nicht in die Pötte und dann nicht aufgepasst, da läuft er nicht mit, bleibt stehen und da ist der Gegner ganz frei vom Tor wieder Müller und schippt das Ding natürlich oben links in die Ecke rein. Ja, nicht oben links, sogar in die Mitte. War eigentlich ein Torhüterball, der müsste eigentlich halten. Sporrer mit dem 0:1 für den DSC Arminia Bielefeld. Oha, frühe Führung in der 8. Spielminute. Erste Chance, erster Treffer. Und da ist der Ball schon wieder weg. Dummer Keil nochmal. Ah, klappt aber auch gar nichts beim FCK jetzt. Vorsicht, Müller hat ihn. Jetzt raus mit der Ball. Jetzt vielleicht mal Konter. Ja, schön gespielt, schön gemacht. Wangi Chang. Ach, liest sich der Ball wieder ab. Oh. Fast der Ausgleichstreffer. Der war nicht ohne. Der Abpraller war auch nicht ohne. Der hätte sogar können ins Tor springen. Schade, hat er aber nicht. Jetzt wird er gut verteidigt vom FCK. Jetzt ist Seufert verletzt. Leck mich doch am Arsch. Es läuft ja gar nicht hier beim FCK. Gar nichts läuft glatt hier. Ist er noch weiterhin verletzt? Wir kommen nicht ran und da steht 2:0. Ach, leck mich doch am Arsch, ey. Was ist denn hier los? Leute, 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 Leute. Und ich wollte Weltklasse spielen. Herr Dorf. Herr Dorf. Meine Fresse. Jetzt vielleicht mal Flanke. Kommt nicht an, kommt einfach nicht an. Gut, jetzt verteidigt nur. Kein Durchkommen für den FCK. Im Gegenteil, jetzt kommt wieder ein Konter. Leute, wollt ihr mich verarschen? Wollt ihr mich komplett verarschen? Läuft überhaupt nicht gut. Läuft gar nicht gut. Nicht an den Ball. Wir kommen hier nicht an den Ball. Jetzt. Jetzt vielleicht mal ein bisschen Ruhe reinbringen ins Spiel. Ja, schön gemacht. Da ist er noch mit dem Bein dran. Ah, fälscht ab. 45. Minute sind gespielt. Ist auch schon vorbei. Schiedsrichter pfeift zur Halbzeit. Und wir werden ausgebuht zurecht im eigenen Stadion. Ach ey. Das sieht nicht gut aus. Das ist ganz schlecht gespielt. Jetzt wird es Zeit, dass wir auswechseln. Und weiter geht's.
Zweite Halbzeit beginnt. Wir spielen nun von rechts nach links. Jetzt muss was kommen. Jetzt machen wir mal ein bisschen offensiver hier das Ding. Wir haben ja gar keine Chance mehr. Jawohl, Moreira, pass auf. Ah, schade. Kommt da nicht mehr ran. Volle Konzentration. Es muss hier was. Es muss mindestens der Anschlusstreffer erfolgen. Sonst sehe ich hier schwarz. Sollen wir keine Chance nehmen? Vorsicht! Der Ball ist noch heiß. Abseits. Was mit dem Schuss? Ah! Da wieder parierten. Mist, Ecke geben. Eckball für Kaiserslautern. Moritz bringt die Ecke rein. Jetzt vielleicht nur ein Nachschuss. Ach, der kommt da nicht dran. Da kommt da nicht dran, hat er gesagt. Nix mit dem Ausgleichstreffer. Was ist Ausgleichs- Anschlusstreffer? Schade. Bielefeld steht super. Macht das ganz geschickt mit der Verteidigung. Also. Da sind wir nicht schlau genug, um hier zu bestehen. Jetzt muss man aufpassen, dass man nicht noch einen Konter fange. Aber schön aufgepasst, Mucho. Ach, da kriegt er den Ball nicht, ey. Moritz, verletzt oder was? Vorsicht! Los. Jetzt vielleicht mal Schuss ist abgefälscht, gibt schon wieder Ecke. 79. Minute. Eckball für den FCK. Jetzt muss es doch mal langsam falle hier. Nein, passiert nichts. Ball ist schon wieder weg. Ah! Vorsicht, Konterchance wieder durch Arminia Bielefeld. Komm, hier nimm mir ran, jetzt macht er hier das Eckfähnchen klar. Müller, komm, fahr mit dem Ding. Gibt Einwurf, aber das Ding ist gelaufen. Das werden wir hier verlieren. Wart sich nur wie hoch. Abseits. Oh je, oh je. Ah, schade. Nochmal die Chance des Balves, den Anschlusstreffer zu erzielen, aber das ist zu spät. Das Spiel geht verloren.
Und da ist auch der Schlusspfiff. 0:2 gewinnt die Arminia aus Bielefeld hier auf dem Betzenberg und Puhrufe von den Rängen. Zweites Spiel in Folge verloren. Jetzt ist doch ein bisschen der Wurm drin hier im Aufstiegsrennen. Wird es nochmal spannend. Und ja, mit so einer Leistung verliert man natürlich so Spiele. Und ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Lasst mir einen Daumen nach oben da. Und wer neu ist auf dem Kanal, ein Abo wird mich auch sehr freuen. Und naja, erstmal läuft es besser. Ich sag mal Tschüss, euer Chris. Macht's gut.